In Deutschland sind 261.000 Mietwägen unterwegs. Die bringen Millionen von Menschen von A nach B. Für Urlaube, Geschäftsreisen oder wenn man seinen Crush beim ersten Date beeindrucken will. Ich meine, das Ganze ist super easy. Du bezahlst dafür, holst das Auto ab und fährst dreimal im Kreis. Aber was passiert mit den Autos, die du in Köln abholst und beispielsweise nach Berlin bringst? Irgendwie müssen die ja zurückkommen. Ich habe herausgefunden, dass dafür Menschen beauftragt werden und ziemlich viel Kohle bezahlt wird. Und in diesem Video, ihr habt es schon vermutet, machen wir genau das. Viel Spaß mit Folge 3 von Porsche Trader. Nachdem wir im letzten Video eine Menge Golfbälle verkauft haben, ging es danach super gut weiter. 125 Euro konnten wir nochmal extra verdienen. Die kommen also zu unserem aktuellen Kontostand dazu. Es gibt aber nicht nur positive Nachrichten. Sehr geehrter Henrichs, wir bitten Sie höflichst, das YouTube-Video bezüglich Golftauchen zu entfernen. Wir werden den ganzen Tag mit Anrufen junger Männer überhäuft, die scheinbar wirklich glauben, dass man damit Geld verdienen könnte. Kein Golfclub in Deutschland wird Laien mit dieser Aufgabe betrauen. Dafür gibt es zertifizierte Profis. Bitte stoppen Sie diesen Quatsch. Danke. Natürlich stoppen wir den Quatsch nicht. Wir haben ja gerade erst angefangen. Im Prinzip habe ich eine Plattform gefunden, auf der diese Überführungsfahrten angeboten werden. Ist man also Sixt, Enterprise, Starcar, wer auch immer und man muss eine Karre von A nach B bringen, dann stellt man eine Anfrage in dieser App und Fahrer wie ich können sich darauf bewerben und damit Kohle verdienen. Hört sich cool an, so einfach wie genial, aber wie viel Kohle können wir damit wirklich verdienen? Bevor man dann aber tatsächlich das erste Mal hinterm Steuer sitzt, muss einiges passieren. Man muss den Account erstellen und man muss alle nötigen Informationen hinterlegen. Neben einem Führerschein, der bestätigt, was man denn so fahren darf, auch ein polizeiliches Führungszeugnis, das leider 13 Euro kostet. Als das alles erledigt war, ging es endlich ans Buchen. Es gibt jetzt zwei perfekte Fahrten. Von Köln aus nach Mannheim oder nach Gremersheim in der Nähe von Mannheim. Dann von Gremersheim mit der Bahn nach Mannheim fahren und in Mannheim ein Auto abholen und das nach Duisburg fahren, was auch in der Nähe von Köln ist. Was, wenn ich es heute noch an diesem Tag hinbekommen würde, ungefähr 250 Euro wären. Dafür muss ich aber beide Aufträge bekommen. Und wenn ich nur einen Auftrag bekomme, bin ich verpflichtet, ihn auszuführen und hänge dann irgendwo im Süden von Deutschland fest. Aber wie kommt man jetzt wirklich konkret an einen Auftrag? Es gibt einen Auftraggeber, der ein Auto von A nach B bringen muss. Der stellt die Fahrt online und diese wird mit einem Listenpreis bepreist. Auf diese Fahrt kann man sich jetzt bewerben und ein eigenes Angebot machen. Steht also eine Fahrt mit 130 Euro drin, kann man darauf pokern, die Fahrt mit einem Angebot von 130 Euro auch zu bekommen. Gibt es einen anderen Fahrer, der ein günstigeres Angebot von 120 oder 110 Euro macht, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er den Zuschlag bekommt und das Auto für weniger als 130 Euro von A nach B fahren darf. Da war jemand tatsächlich niedriger als Sie. Es ist also ein Bieterverfahren, in dem man die Preise der anderen Bieter nicht kennt und nicht sieht. Heißt, da müssen Sie noch ein bisschen runtergehen. Aber Sie können mir nicht sagen, wie viel runter? Nee, das darf ich tatsächlich nicht. Okay. Der perfekte Preis liegt also genau in der Mitte zwischen attraktiv für den Auftraggeber und lukrativ für uns. Und das muss man irgendwie schätzen. 14 Minuten! Nimm es an. In einer Minute. Zwei Aufträge angenommen. Von Köln nach Germersheim, dann von Heilbronn nach Duisburg. Das bedeutet, ich muss irgendwie von Germersheim nach Heilbronn kommen. Da kümmern wir uns aber später drum. Geil. Ich mach mich auf den Weg. Hi. Ich hab ein Auto abzuholen für OnLogist. Warum fährst du Autos und du machst doch YouTuber? Ja, genau dafür. Ich probier Kohle zu verdienen und bei OnLogist wirst du ja dafür bezahlt. Ja, ja, genau. Wie geil. Ja. Wie ist denn das mit den Autos? Muss ich die tanken? Ich baller damit durch und gebe die Karre einfach wieder ab. Ja, genau. Okay, geil. C-Klasse, hammergeil. Dann kann ich jetzt ganz entspannt 300 Kilometer darunter hacken. Geht die Karre in Service oder wann benutzt ihr OnLogist? Die werden zurückverkauft an Mercedes. Die gehen dann als so Jahreswagen an die Kunden raus. Okay. Der Schlüssel? Vielen Dank. Schnell den Zustand des Autos dokumentiert, damit es endlich losgeht. Digga, what the fuck? Wie krank. Die Karre ist komplett neu, 19.000 Kilometer gelaufen. Guckt euch das an. Und dafür kriege ich über 100 Euro. 300 Kilometer fahre ich die Karre jetzt. Bildschirme, ich mache mir jetzt schön Mucke an, hänge mein Handy ans Laden, muss selber nicht tanken, die Karre ist voll. Das ist der Luxus, den ich gebraucht habe, nachdem ich das letzte Mal Geld im kalten Wasser mit den Golfbällen verdient habe. Jetzt einfach mal ein bisschen entspannen, ein paar Tage mit den Autos rumfahren. Und das hier ist ein sehr würdiger Einstieg in das ganze Thema. Das dachte ich zu dem Zeitpunkt noch. Ich bin in einer ausweglosen Situation. Müll. Wirklich Müll. Sie werden dafür bezahlt! Digga. Ja. So, dann in der App hier einmal als abgeholt markieren. Jetzt wird das Tracking gestartet. Und jetzt geht's ab. Los geht's!
Bevor ich aber jetzt gleich mit diesem fremden Auto losfahren kann, muss ich vernünftig abgesichert sein. Wie in fast allen meiner Videos, die von Spontanität und irgendwelchen verrückten Ideen geprägt sind. Und da kommt Clark, der Partner des heutigen Videos, ins Spiel. Mit Clark hast du 360-Grad-Kontrolle über alle deine laufenden Verträge und Versicherungen. Und in einer App deinen Ansprechpartner für Schadensfälle, Kündigungen und Versicherungsvergleiche. Mit der App hast du 24/7 und on the go alle deine aktuellen Versicherungen immer zur Hand. Mit der Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark zu deinem neuen Versicherungsmakler. Über das Maklermandat vertritt Clark deine Interessen gegenüber Versicherungsgesellschaften und kann für dich Verträge kündigen oder abschließen. Das Ganze aber natürlich nur, wenn du es möchtest. Clark wird keine Verträge hinter deinem Rücken abschließen, während du schläfst, sondern du behältst die volle Kontrolle. Es sei natürlich auch gesagt, dass euch dieses Maklermandat nicht euer Leben lang an Clark bindet, sondern ihr könnt es kostenfrei widerrufen. Es ist also der perfekte Weg, um smart eure Versicherung zu managen. Mit dem Code DAVE oder über diesen QR-Code erhaltet ihr bis zu 45 Euro in Form eines Best-Choice-Gutscheins zurück, wenn ihr 3 bestehende Versicherungen hochladet. Und diesen Gutschein könnt ihr bei Hunderten von Partnern einlösen, darunter dem App Store, About You und vielen weiteren Partnern. Überzeugt euch aber am liebsten selbst, klickt auf den Link in der Videobeschreibung, ladet euch die Clark-App runter, fügt eure Versicherungen hinzu, vergleicht diese und versichert euch ab. Vielen Dank an Clark fürs Unterstützen dieses Videos und möglich machen dieses Projektes und euch viel Spaß weiter mit dem Video. Und genau hiermit startet jetzt die erste Fahrt von Köln nach Germersheim. 287 Kilometer, 2 Stunden und 56 Minuten, Ankunftszeit 16.52 Uhr. Also im Zweifelsfall wirklich noch genug, um die zweite Karre zu holen. Und je länger ich auf der Autobahn war, je länger diese Autofahrt ging, desto klarer wurde mir. Ich habe ein kleines, das stimmt nicht, ich habe ein sehr großes Problem. Ich bin pünktlich um 16.45 Uhr am ersten Abgabepunkt und muss bis 18 Uhr am zweiten Abholpunkt sein. Das bedeutet, ich habe 1 Stunde 15 Zeit. Das Ding ist, heute ist der Tag, an dem gestreikt wird. Es fährt keine einzige Bahn, wirklich keine Bahn. Also ich kann das mit der Bahn auf keinen Fall schaffen. Dann dachte ich, okay, kein Problem, ich fahre mit BlaBlaCar. Ich komme aber wirklich auf dem letzten Mülldorf raus, von wo niemand Richtung Heilbronn fährt. Wirklich niemand. BlaBlaCar fällt also auch raus. Und die letzte Option und quasi das Einzige, was mir übrig bleibt, ist, dieses Auto noch nicht abzugeben. Ich darf das bis zum 29.03. behalten, also noch 3 Tage. Behalte es bis morgen und schlafe heute Nacht ohne Kopfkissen, ohne Decke, ohne alles in diesem Auto, wo die Karre eigentlich abgegeben werden soll. Hab dadurch keine Kosten fürs Hotel und ich darf in diesem Projekt ja meine Reichweite nicht benutzen. Dürfte ich meine Reichweite benutzen, hätte ich lieb in der Insta-Story gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich bei irgendwem von euch pennen darf. Das ist aber keine Option. Also werde ich, wenn jetzt nicht gleich irgendein Wunder passiert, die Nacht in diesem Auto verbringen. Bin da, in der Stadt, aus der ich nicht mehr wegkomme. Germersheim. Was geht ab? Digga, das hier scheint mein Schlafplatz zu sein. Industriegebiet. Fuck me, fuck me, fuck me, double fuck, Alter. In meiner absoluten Verzweiflung habe ich jede Person angesprochen, die ich gesehen habe. Kennen Sie irgendeine Option, ohne Auto und ohne Zug nach Heilbronn zu kommen noch? Fliegen. Fliegen, ja. Wir haben 16.42 Uhr, spätestens um 17 Uhr müsste ich losfahren, damit das klappt. Und ich fahre jetzt hier über den Parkplatz und suche nach Heilbronner Kennzeichen. Wenn ich eins finde, bleibe ich stehen und hoffe, dass jemand ganz kurzfristig mich einfach mitnimmt. RP, GER, SP. Hier ist niemand aus Heilbronn. Double, double, triple, quadruple, fuck. So, und damit ist jetzt ziemlich offiziell, ich schaff's nicht mehr on time nach Heilbronn. Ich bin offiziell in Germersheim gestrandet. Glücklicherweise mit diesem Auto, wo ich jetzt heute Nacht drin nächtigen werde. Ohne Decke, ohne Kissen. Nächster Punkt, es ist 17 Uhr, also es ist nicht mal so, dass ich irgendwie von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens überbrücken müsste, sondern wir haben 17 Uhr. Was soll ich euch erzählen? Genau so begann die wohl unangenehmste und längste Nacht meines Lebens. Das hier ist meine Aussicht. Draußen ist mega kalt und ich sitze und warte. Digga, wir haben 2.24 Uhr. Es ist spooky, es ist zu hell, es ist zu kalt. Ich habe Rückenschmerzen. Ich kann nicht pennen. Einfach der übelste Müll. Es ist Zeit, die Karre abzugeben. Und ein Formular später war es endlich geschafft. Ich konnte den Auftrag abschließen und war endlich fertig. Digga, alle ohne Kennzeichen. Nur Benz. Mercedes Smart, Mercedes Smart. Digga, what the fuck? Maybach? Ich habe gerade den übelsten Schock bekommen und dachte, irgendjemand hat mir heute Nacht was an die Karre geschmiert und ich habe es nicht mitbekommen oder irgendwas kaputt gemacht.
einfach scheiße, die hier komplett über die Seite von der Tür gegangen ist. Bah, Junge. Das war's. Erste Karre abgegeben. Ja, schon wieder Cayman GT4. So nah und doch so fern. Meint ihr, der Schlüssel steckt? Endlich ging es weiter von Germersheim über Karlsruhe nach Heilbronn mit einem Zugticket, das mich 14,15 € gekostet hat. Was nervig ist, wo wir aber auf keinen Fall drumherum gekommen wären. Das Einzige, was mich da noch aus dem Bruch hätte rausholen können, wäre ein Auto wie auf der Hinfahrt gewesen. Aber auch da wurde ich enttäuscht. Alles unterschrieben, alles bestens und damit geht's jetzt 350 Kilometer mit dem Renault Clio Richtung Duisburg. Nicht mal nach Hause, sondern nach Duisburg. Wenig PS, kleiner Wagen, Schaltgetriebe. Ich hoffe, dass das hier Bluetooth hat. Aber wir wissen ja, wofür wir es tun, ne? Nämlich fürs eigene Kfz. Gerade übrigens zufällig gelesen, ich hätte gar nicht in dem Auto pennen dürfen, weil man darf das gar nicht über Nacht behalten. Naja. Ich bin scheinbar wirklich da. Es sieht wieder industriell aus. Hier wird das Auto abgegeben. Und damit sollte dann final nach diesem absoluten Höllentrip die zweite Fahrt enden. Wenn die jetzt noch die Karre annehmen. Ja, schick mich wieder nach Hause und ich schlaf wieder im Auto. Wie zum Fick soll ich hier gleich wieder wegkommen? So, auf ein letztes Mal, zumindest für heute. Wunderbar. Geben wir die Karre mal ab. Nach diesen absolut verrückten 24 Stunden mit allen Ups und Downs hatte das Schicksal aber noch Erbarmen mit mir. Und das ist, ich schwöre, das ist kein Witz. Glücklicherweise wurde gleichzeitig in Duisburg ein Auto von einem anderen Überführungsfahrer abgegeben, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin und der mich von dort direkt mit nach Köln nehmen konnte. Und melde dich bei Insta, vielleicht musst du legit Check geben, dass ihr mich mitgenommen habt. Macht's gut, Jungs, vielen Dank fürs Mitnehmen. Ciao, ciao. Das war Wie kommt man nach zwei kompletten Abfucktagen komplett kostenlos bis genau vor meine Haustür? Natürlich nicht genau vor meine Haustür. Schön bescheuert, euch jetzt zu sagen, wo ich wohne. Aber in die Nähe. Im Prinzip lief alles wieder nach Plan. Also klar, es gab kleinere Schwierigkeiten, ich musste im Auto schlafen und so weiter. Aber der Umsatz hat gepasst und alles war bestens. Bis es zu Auto und Abholung 3 kam. Auftrag Nummer 3 und es ist unglaublich, eine Fahrt innerhalb von Köln, Hinfahrt und Rückfahrt. Ich glaube, ich muss irgendeine Karre in eine Werkstatt bringen oder irgendwie so. 55 €, minimaler Zeitaufwand. Ich kann mit meinem eigenen Auto hinfahren, ich komme genau dort wieder an, wo ich das Auto angenommen habe, kann also mit meinem eigenen Auto wieder zurückfahren und das Ganze sollte mich so ungefähr 2 Stunden kosten. Dafür 55 €, das ist schon richtig gut. Da fahren wir jetzt hin, schauen, was für eine Karre ist, holen sie ab und bringen sie dorthin, wo sie hin muss. Ich habe ein Auto abzuholen von ATU. Ich habe zwar heute eine Abholung von einem Auto gehabt, aber das war schon heute Vormittag und ich habe sonst keine weitere Infos. Die Dame am Abholort wusste also nichts von dem Auto. Wirklich gar nichts. Stellt euch mal vor, das wäre passiert bei einem Auto, das ich 500 Kilometer entfernt abholen will. Das ist völliger Quatsch. Jetzt hoffe ich, dass ich irgendwie an die Kohle komme. Ich meine, ich hatte ja jetzt auch einen Aufwand. Ich war on time da. Wir werden sehen, was daraus wird. 55 € wären das im Zweifelsfall, die uns durch die Lappen gehen, was wir uns überhaupt nicht leisten können. Da gilt es, die Person, die dafür zuständig ist, zur Rechenschaft zu ziehen. Was soll ich machen? Herzlich willkommen bei ATU. Zurzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Die Seele verlässt meinen Körper. Hi, David Henrichs hier. Ich rufe an, weil ich eigentlich einen Auftrag hatte und niemand wusste von dem Auto, auch nicht von dem Kennzeichen. Soll ich Ihnen was sagen? Der Kunde hat heute Morgen... Ja, und dann habe ich das direkt heute Morgen, das war um 8:45, habe ich diesen Auftrag storniert und auch eine Benachrichtigung rausgeschickt. Okay, weil das kam alles nicht an. Ja, tut mir leid, ja, dass Sie jetzt trotzdem dahin gefahren sind, dass das nicht durchgegangen ist, aber ich hatte da... Ist kein Problem, Sie werden dafür bezahlen! Gut. Ja, vielen Dank. Dann werde ich das wohl über den Rechtsweg bei Unlogist regeln müssen. Ich schwöre es euch, ich werde alles dafür tun, dass dieses Geld bei mir ankommt. 8:45, wir haben es gehört, hat die den Auftrag storniert. 11 Uhr, um 11 Uhr sollte ich die Karre abholen. Um 9 hat die den... Diese... Ich meine, die war ja sehr nett, aber bei Geld hört die Freundschaft auf. 55 €, die mich weiter
davon trennen, einen Porsche zu haben, die lasse ich mir nicht von so einer scheiß ATU-Filiale nehmen. Was soll ich sagen? 285 Euro Umsatz minus all die tollen Kosten, die wir hatten, ergibt diesen Gewinn in dieser Folge. Plus einen Auftrag über 55 Euro, bei dem wir über den Tisch gezogen wurden, wo ich natürlich versuche, an das Geld ranzukommen. Dazu aber mehr in den nächsten Folgen. Vergesst dafür nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Und diesem Video ein Like dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Ciao.